Okay, der Kampf verläuft jetzt irgendwie ganz anders. Ich habe gerade einen Winkel bekommen. Gumbrinas Multisprung ist eine richtig gute Attacke, weil wenn du die perfekt triffst, kannst du super oft springen. Und nicht nur das, jetzt wo ich weiß, dass die erste Phase hier nur 50 KP hat und nicht irgendwie diese 150 widersteht, weiß ich auch, dass ich noch keine Items hier benutzen möchte in diesem Kampf. Vor allem, weil man auch noch geheilt wird. Ich habe ja extra einen super wertvollen Pilz leider aufgegeben. Ja, seht ihr? Kann öfter springen. Wie hieß der? Ultrapilz oder so? Ja, genau, den Ultrapilz. Ja, ich habe zwei Stück hier und zwei GD Royals. Ich habe auf jeden Fall super viele Items hier verschwendet am Anfang. Aber das kann ich auch nicht wissen. Kann ja auch nicht wissen, dass die erste Phase nur so 50 Leben hat und dann geht der Kampf neu los. Von daher. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide. Ob ich eine XXL-Folge mache oder wir zwei Folgen daraus machen. Mal schauen. Jedenfalls, jetzt sollte der Kampf vorbei sein. Glaube ich. Oder auch nicht. Ich spring mal erstmal normal. Achso. Oh. Ups. Oder ist der Kampf nicht vorbei? Ich meine, normalerweise ist er jetzt vorbei. Ja, genau. Geschlagen. Langsam wird mein Körper vertrauter. Es ist Zeit, die wahre Macht zu demonstrieren. Ging der Kampf hier weiter oder kam erstmal die Cutscene? Kann sein, dass ich sie erstmal auf 50 Leben runterbringen muss. Da war ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so sicher, wie es war. Nee, stimmt. Hier war das ja so, dass man die irgendwie 5 Runden lang nicht angreifen konnte. Du hast keinen Schaden gemacht oder so. Also am besten ist sie wirklich einfach verteidigen. Genau. Doch nicht, man muss sie angegriffen haben. Sonst kommt der Text nicht auf, dass man sie ja nicht verletzen kann. So. Versuchen wir es erneut. Bald ist es geschafft. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. So, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich die Items vom letzten Kampf noch behalten habe. Und ich jetzt weiß, worauf ich mich hier einlasse. Das ist jetzt der Vorteil. Die erste Runde muss ich leider mehr oder weniger verschwenden, um halt ihren Eintrag zu bekommen. Königin der Finsternis, schaut sie euch an. Wie auch immer dieses Monster entstanden ist. Leider werden wir das wahrscheinlich niemals erfahren. Aber was ich weiß, ist, dass wir es besiegen müssen. Und wir werden gewinnen, ja. Letzte Runde sah es nicht so gut aus für uns. Tatsächlich Maxi-Beben. Macht am meisten Sinn. Also machen wir den Maxi-Beben. Ich habe mich auch vorhin drüber aufgeregt, dass ich in der ersten Runde mit dem Sprung ankam und nicht mit einer Sternattacke. Weil wir haben die Sternenergie komplett voll. Immer benutzen, wenn ihr sie komplett voll habt. Zumindest halt in einem Bosskampf. So wie vor allem hier in so einem Final-Bosskampf. Vor allem hier. Und einmal noch. Boah, knapp. Ich bin nicht mehr so gut im Timing, aber es hat geklappt. Es hat gereicht und die Hände zerstört. Was war das? Der Körper. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Also passt gut auf. Ja. Macht sie noch einen Angriff? Ja, einfach A-Spam. Was anderes mache ich hier gar nicht. Okay. Also keine Ahnung, ob es eine gute Taktik ist, aber meine Taktik hier ist wirklich einfach, Barbara zu benutzen und mit Barbara den restlichen Kampf zu machen. Zum Beispiel mit einem Feuerzauber, das beide angreift. Aber ja. Schön. Sie zum Brennen zu bringen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, einfach Spam, einfach Spam. 6 Schaden. Hm. Okay. Okay, genau deswegen haben wir Barbara bei uns. Genau deswegen. Und die Hände können wir konkret ignorieren.
Greif sie mit dem Sprung an. Mache ich. Schön. Prima. Jetzt ist es bei 130 runter. Bingo-Zeit sogar. Oh, das ist das geile Bingo. Oh, yes. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Weil das, sobald man drückt, macht dann wie noch weiter. Aber geil. Full Heal erhalten. Volle Leiste auch noch. Jetzt ein Such mich. Okay. Miau. Da, dieser super starke Angriff. Keine Ahnung, wie viel Schaden der macht, aber ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht herausfinden. Zack. Und nun. Schade. Plus 7 heilt sie sich damit. Das ist so verdammt viel, wenn man mal drüber nachdenkt. Ah, sie bufft sich. Gefällt mir überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Und wir sollten keine Sternenergieattacken einsetzen, die zu viel kosten. Also so 2, 3 ist okay, aber 6 auf keinen Fall. 4 zum Beispiel auf keinen Fall. Dieses Einkreisen bin ich auch generell nicht gut drin. Ich weiß, es ist eine der besseren Attacken, aber ich kann das wirklich nicht. Superfit sollten wir, wenn es geht, so lange wie möglich vermeiden, weil das hat so viel Energiepunkte gefressen. Eigentlich ist Maxi-Beben wirklich genügend. Ja. Aber jetzt gerade würde ich tatsächlich sagen, machen wir einen Power Plus. Ja, 3 ist ein bisschen viel, aber erhöht Angriff und Verteidigung für 2-3 Runden. Ne, für 3 Runden. Für plus 3-4, wenn ich gut bin. Und eigentlich lohnt sich das wirklich, wirklich sehr. Und wir wollen den Kampf ja nicht so lang wie möglich machen. Wir wollen so kurz wie möglich machen. Weil je länger der Kampf geht, desto mehr Schaden wird Mario und Barbara und generell all unsere Teammates haben. Und dann kann ich sie irgendwann nicht mehr heilen. Irgendwann kann ich meine Teammates und Mario vor allem nicht mehr heilen. Und deshalb ist es umso wichtiger, den Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Machen wir den Feuerzauber. Ich bin da extra langsam. Bam. Okay, jetzt ist sie wieder bei 130 ungefähr. Schade, nicht gebracht. Nee, nicht gebracht. Passt aber schon. Komm, direkt die nächsten Hände. Was zum... Was für ein Effekt? Was ist das für ein Effekt? Mario schon wieder fast tot. Cool. Habe ich überhaupt noch einen Lebenspilz? Ich glaube nicht. Habe ich einen? Ich habe einen. Ich könnte ihn jetzt verschwenden. Oder verwenden, je nachdem, aber weiß ich nicht, ob ich das will. Will ich das? Was habe ich denn für einen Effekt gerade eigentlich? Diese Bubble da. Scheinbar ja was Schlechtes, weil sie mir den gegeben hat. Oder? Wissen Sie überhaupt was Schlechtes? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ja, ich glaube, ich heile mich. Ja. Und dann Barbara nochmal einen Attack starten. Ja. Vielleicht ein bisschen verschwendet, weil ich jetzt gerade so viel Attack Boost habe. Ach, ist doch egal. Okay. Ein bisschen nervös bei der Attacke. Ich will den Kampf jetzt endlich schaffen, Mann. Oh, das war voll so ärgerlich. Okay. Nicht getroffen. 115. Okay, not bad. Not bad. Was ist das? Ein Stein? Weg damit, Mann. Was soll das, ey? Gut. Erst Barbara. Barbara macht einen Feuerzauber auf beide. Xa-Axa. Schön. Und jetzt bringt Mario sie runter auf unter 100. Ja, schön die Sternenergie aufladen. Sobald die voll ist, immer benutzen. Ja, unter 100. Oh, jetzt läuft es so viel besser. Ich hab noch ein Heil-Item und ein Lebenspilz. Das läuft so viel besser. Nein, oh, ich kann die Attacke nicht ausweichen. Oh, Barbara darf nicht mehr vorne stehen. Sie ist fast tot.
nicht gut für Barbara eigentlich. Okay. Folgendermaßen. Ich hab so viel Sternenergie. Da machen wir mal einen super... Nee, nicht super fit. Power Plus. Ja. Los geht's. Bam, 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 bam. Weg mit den Giftpilzen. Warum sind da so viele? Bam, 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 bam. Ja, 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 ja. Das sieht schon schön aus. Sieht schon besser aus. Mehr Verteilung wäre auch noch geiler gewesen. Aber ist okay, ist okay. Damit leben. So, die BP gehen wir jetzt aus. Nächste Runde muss ich BP wieder aufladen. Und los geht's. X, B, X, X, Y. Ich kann wirklich nicht mehr langsam. 82 Leben. Das sieht schon viel besser aus. Solange Barbara jetzt nicht einen Critical Hit irgendwie bekommt oder sowas. Was macht sie? Okay, sie bufft sich nur, so wie wir es uns gerade gebufft haben. Genauso macht sie es auch. Okay, genau im letzten Moment. Schön. Ja, da weiß ich es nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, sie ist voll traurig jetzt. Nein, Superfit lohnt sich nicht. 5 Sterne Energie für den Superfit, ey. Ich glaube, es hackt. Wir werden stattdessen einen Ultrapilz abgeben an Barbara. Hier, bitteschön. Nehmen ihn dir. Gönnen ihn dir. Sei wieder glücklich im Leben. Dankeschön. Und sie wird uns dafür einen Jelly Royale geben. Bitteschön. Schön. Full Heal und Full BP. Also nicht für Mario Full Heal, aber... Ja. Okay, im letzten Moment, genau wenn der Sound aufhören würde. Drücken. Und das habe ich geblockt, obwohl ich... Oh, okay. Trotzdem keine Animation. Boah! Ich habe alles geblockt, diese Runde. Wow! Damit, Mario ist fast tot. Aber egal, ich greife es trotzdem an. Ja, greife es trotzdem an. Stampfattacke. Nein. Barbara habe ich gerade geheilt. Sie geht nach vorne. Und sie greift als erstes an mit Feuerzauber. B, A, Y, B, B, Baby. Nee, das Y hätte damit noch gepasst. Aber war leider nicht. Man ist wirklich fast tot, ne? Da, 73. Okay, okay, okay. Das wird, glaube ich, eine komplett neue Folge hier. Der Kampf auch so lange dauert. Ich bin schon lange nicht fertig. Das hatten wir, das hatten wir. Wir haben sie auf 55 Leben, glaube ich, gebracht oder so. Oh, gut, dass ich meine Sternenergie noch nicht benutzt habe, um mich aufzubuffen. Bin ich froh drüber. Ich greife es jetzt nämlich nochmal an. Aber sowas von. Bam, 65 Leben. Plus, sie brennt ja noch. Und such mich. Aber ja doch. Klar, gerne suchst du mich. Die Runde läuft viel besser. Viel, viel besser. Hier habe ich wirklich das Gefühl, ich könnte gewinnen. Aber ich will noch nicht zu früh reden. 64 Leben, ne? Das ist nicht wenig. Auch wenn sie bei 150 angefangen hat. Ja, mit krassen Items angefangen. Und Mario ist... jetzt tot. Nein, doch nicht. Barbara kriegt den Damage. Oh, danke, Barbara. Okay. Was macht der? Was macht der? Nicht auf uns, oder? Nicht auf uns. Auf sie. Oder auf die Hände unten. Naja, gut. 61. Baba boink. Baba boink. Baba boink. Heil ich mich? Das ist schwierig jetzt. Barbara. Feuerzauber. Das will ich auf jeden Fall machen. Bam. Das Ding da unten wird nächste Runde down gehen. Mario wird sich jetzt mit meinem letzten... Nein, ich habe keinen mehr! Damn it! No way! Oh
nein, es geht alles den Bach runter, schon wieder. Ja gut, ich habe aber eigentlich schon 1, 2, 3, 4, 5, das ist zu viel. 5 sind super fit. Und wir machen Stern fit. Eine Sternenergie nur. Das ist so lame, die Attacke. Eigentlich lohnt sie sich nicht. Riskier es mit Mario. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich Nein, ich riskiere es nicht. Ich habe meinen Kraftpunsch noch. Oh, ich Vollidiot. Absoluter Vollidiot, Mann. Heil dich erstmal. Ja. 15 Leben. Guck, Barbara wird jetzt sowieso angegriffen. Wenn Barbara down geht, kann ich eine Runde verschwenden, um meinen Charakter zu wechseln. Das ist nicht so schlimm. Und sie greift dich an. Sie bufft sich. Okay. Vielleicht doch keine schlechte Idee jetzt gewesen alles. Oh, danke, lieber Buhu. Oh, vielen Dank. Oh, im Luigi's Mansion werde ich dich nicht mehr einsaugen. Oh, vielen Dank. Was ist im 50er-Bereich jetzt? Okay, 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 das ist machbar. Das ist machbar. Oh. Okay. Ich habe den Kraftpunsch. Andererseits, vielleicht willst du den haben. Wenn Mario vorne steht, der sowieso gar nicht angegriffen werden kann. Ist das vielleicht eine bessere Idee? Ich weiß es gerade nicht. Machen wir mal den... Machen wir den Power Plus? Irgendwie habe ich Bock auf den Power Plus. Ich bin total verrückt für diese Idee. Aber ich versuche es trotzdem. Bam, 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 bam. Komm, gib mir mehr. Warum krieg ich so wenig? Muss ich einen Giftpilz treffen extra, damit das so die Pro-Taktik ist? Damit er mehr spawnt? Oder was soll der Müll? Das ist jetzt mal ohne Witz. Warum spawnt denn immer so wenig? Ja, zumindest bleibt es consistent auf die Art und Weise, ne? Barbara? Feuerzauber. Mach. Tu's. So. 10 Schaden auf sie, das ist sehr gut. 10 Schaden, sehr gut, aber man geht die BP wieder aus, Mann! Daneben. Daneben. Oh, danke, Buhu, du rettest mir den Arsch. Oh mein Gott, komm schon. 45, neuer Rekord hier. Was mache ich jetzt? Ey, ich bin komplett verrückt, ne? Aber ich weiß, was ich machen will. Ich weiß, was ich will. Und ich will angreifen. Boah, 36 Leben. Boah, das ist schön. Und wisst ihr was? Es wird noch viel schöner. Danke, Gabel. Das war eigentlich. Brauche ich zwar nicht, aber danke, Gabel. Nein! Okay. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hätte nicht angreifen dürfen. Also wirklich nicht. Ich hätte wirklich nicht angreifen dürfen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, sie lässt langsam nach. Okay, geblockt. Schön. Nein! Nein! Barbara ist tot. Nein! Nein! Als ob die meinen Lebenspilz fressen kann! It's over. Und sie friert auch noch. Ich fass es nicht. Und sie friert auch noch ein. Und ich dachte, ich hätte eine Chance in dem Kampf. Und ich dachte, ich hätte eine Chance. Ich dachte, ich hätte hier eine Chance. Was? Ein Knochen? Was soll das? Ist vorbei. Geil wäre jetzt natürlich der Superfit. Andererseits wäre Power Plus auch nicht schlecht mit mehr Verteidigung. Das gibt's nicht. Mann!
Ich kann mich nicht heilen. Ja, Punktetausch. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Komm, gib mir Energie, Mann. Ich bin gebrochen. Ich bin absolut gebrochen gerade. Also wirklich, komplett. Nein! Ah, ja! Ja, plus 4 auf beides. Okay, das war gut. Ich weiß nicht, wie ich es besser gemacht habe gerade, aber war gut. Was macht sie für eine Attacke? Okay. Ist das gut für mich? 35. Nicht sagen. 20 Leben! 20 Leben! Nein, stopp! Okay. Oh, das wäre jetzt so gut. Na komm, das. Oh. Ja, ich muss suche mich machen. Sonst bin ich erst recht tot bei der Attacke. Die werde ich niemals überleben, weil die geht auf alle wahrscheinlich und macht wahrscheinlich mehr als 10 Damage. Oder vielleicht sogar genau 10 Damage. Ja, das Problem bei Such mich ist, ich verschwende damit eine Runde. Das hat auch nur ein BP. Also kostet auch nur ein BP, meine ich. 19 Leben, 19 Leben. Aber die Hände werden jetzt meine Energie aussaugen. Ich bin tot. Okay, okay, okay. Nicht Mario, nicht Mario! Ey, alles neu. Ich gebe auf. Ey, ich geb das auf. Ich spiele nicht mehr. Ey, das Leute, das war's mit dem Let's Play. Ich gebe auf. Ist vorbei. Ist vorbei. Ihr könnt gehen. Ihr könnt alle gehen. Hä? Moment mal, war diese Röhre immer hier? Ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Wieso ist hier. Hä? Warte mal, wo führt mich denn die Röhre jetzt hin? Als ob. Ist es der Anfang? Oh mein Gott, ich kann wieder zurückgehen und Items kaufen gehen. Weil ich wollte schon sagen, meine einzige Hoffnung wäre jetzt wirklich sonst gewesen, nur noch meine Orden mir nochmal doppelt und dreifach anzuschauen, möchte ich da irgendwie noch was besser machen kann. Ja gut. Also ich habe zwar gute Items, aber ich könnte 6 weitere gute Items noch haben. Plus ich könnte die beiden zum Beispiel, die ich jetzt eh unbedingt brauche, raustun. Ja, ich hole mir neue Items, dann werde ich den Kampf bis zu einem bestimmten Punkt weitermachen und dann sehen wir uns da gleich wieder, weil, ja, nein. Aha, wird auch mal Zeit, oder? Ja. Es tut mir leid, kleiner Wacker. Ich brauche deine Kicks. Ah, Volltreffer. Danke, Mann. Habe ich einen weiteren. Okay, das hier sind jetzt die Items, die ich mitgenommen habe. Ich habe auch welche aus dem Lager rausgeholt. Ja, ich hätte noch 2 Items reinpacken können, aber ich wusste nicht, wo lang. Und ich dachte mir, komm, ist doch eigentlich so okay schon mal. Sollte viel, viel besser sein als vorher. Ein weiterer Lebenspilz und ein Wackerkick mehr. Gereo Real, Ultrapilz, Bulaken. Sollte gut sein. So, und Orden habe ich ein bisschen verändert. Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nur, ja, was habe ich reingetan? Kein Schaden. Ich habe hier Verteidiger angemacht. Das war, weil ich im Orden die schon länger haben wollte. Aber ich, Idiot, habe vergessen, ihn reinzutun. Marios Verteidigung steigt um 1. Ja, mehr macht das nicht. Funktioniert nicht bei Attacken, die Attacken umgeht. Ja, ist klar. Und ich habe den Meistersprung jetzt mal reingetan, weil ich ja sowieso den Hammer gar nicht benutze in diesem Kampf. Denn Angriffskraft für Sprünge steigt um 1, aber dafür kann ich den Hammer nicht verwenden. Was ja nicht schlimm ist. Und ich sehe erst jetzt, dass ich hier wirklich noch Eispower drin habe, was ich eigentlich brauche.
Krieg keinen Schaden bei brennenden Gegnern. Ah, cool, toll. Brauche ich eigentlich nicht, aber das ist ein Punkt, der wird mir ja leider auch nicht helfen. Von daher, egal. Wünsche mir Glück. Ich werde es brauchen. Oh, muss ich jetzt alles neu machen? Das will ich nur kurz zeigen. Welchen Kampf muss ich neu machen? Alles oder nur... Was wollen wir tun, Mario? Okay. Okay, wir müssen nur die erste Phase neu machen und nicht noch den Kampf davor, Gott sei Dank. Naja, was soll's, ne? Was soll's. Ich werde ab hier wieder aufnehmen und ab und zu mal meinen Fortschritt zeigen. Ich habe jetzt direkt die erste Runde eigentlich nur gescannt und mal den Maxi-Beben gemacht. Ich habe mal geguckt, ob Sternfüllt vielleicht doch nicht so schlecht ist. Ich muss ehrlich sagen, es ist ziemlich schlecht, aber es halt ein bisschen so mindestens 5 KP immer. Also ist halt ein Risiko, es einzusetzen, weil manchmal halt es halt schon so 10, manchmal halt es 5 und das ist halt ein sehr großes Risiko. Andererseits kostet es natürlich auch viel weniger, nur 1 statt 3. Also muss man sich auf jeden Fall überlegen. Ah, damn it! Nein, ich hab doch getroffen! Bullshit, was soll das? Mann. Junge, ist das dumm. Oh, getroffen. Hey, vorhin hab ich's nicht getroffen. Cool. Das kann ich gut gebrauchen. Danke, Spiel. Dun-dun-dun. Genau dann B drücken, oder A. Kriegt man ein cool. Oh, wie cool. Ach klar, die können das zweimal hintereinander einsetzen. Okay, Spiel, verstehe. Ey, ist das lächerlich. Aber wirklich. Ich würde ja jetzt gerne angreifen, ne? Ich würde jetzt wirklich, wirklich gerne angreifen. Weil ich habe jetzt meine Energie voll. Meine Leiste komplett voll. Das lohnt sich aber nicht, ne? Das lohnt sich nicht. Damn it! Das ist blöd. Aber da seht ihr, wir machen 9 Schaden ungefähr mit Marcus. Doppelsprung-Attacke oder was es ist. Was er da macht. Genau, ich mache den Maxi-Beben immer und dann kann Barbara normal angreifen. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Weil der Maxi-Beben, der macht mal genug Schaden, um diese Hände hier zu besiegen. Wenn das dieser große Haufen Hände ist, dann eher nicht. Da würde ich dann lieber mit Barbara den Angriff machen, glaube ich. Andererseits ist es eigentlich ziemlich egal. Aber ich hätte den Maxi-Beam vielleicht ein bisschen öfter einsetzen können. Hab so oft den Power-Fit gemacht. Das hätte das vielleicht ein Fehler, ich gemacht habe. Bam. Schön die Verbrennung reindonnern, weil die hat ja eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Vielleicht sogar immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, Mist. Und jetzt läuft es auch so viel besser. Ich fühle mich auch viel mehr sicher mit den Attacken, die ich hier drauf habe. Und ich werde jetzt auch Mario ein bisschen vorne lassen. Warum nicht? Ich fühle mich sicher. Ich mache meinen Power Plus, erhöhe alles und damit Barbara ein bisschen Feuermagie reindonnern. Warum nicht? Bam, bam. Na komm, spawn mehr. Ich muss mehr haben. Ich kann nicht mehr haben, wenn ich mehr spawnt. Xaya! Boah, habt ihr gesehen? 9 Schaden! Oder so? Wow. Okay. Mittlerweile bin ich besser geworden im Blocken. Und schaut mal, sie ist jetzt schon bei fast 100. So schnell auf einmal. Auf einmal geht's so schnell. Aber warum sind ihre Arme auf einmal wieder da? Bisschen seltsam. Nee, jetzt wechsle ich sogar mal. Jetzt wechsle ich sogar mal. Ernsthaft? Ich hab... Boah, habt ihr das gesehen? Ich mach 15 Schaden jetzt auf sie. Das ist crazy. Warum läuft's aber so gut? Machen die Ohren wirklich so viel aus? Also die beiden, die ich gemacht habe. Protector und plus 1 Damage. Also plus 1 Verteidigung, plus 1 Damage habe ich ja insgesamt. Machen die wirklich so viel aus? Ha.
Und das läuft einfach nur gerade richtig gut. Und wie es gut läuft, was zur Hölle? Danke, Mann. Ich habe auch eins davon mitgenommen. Ein Buhlaken, sind richtig gut. Aber wow. Also ehrlich, wow. Jetzt war es wieder 9 Schaden, aber es ist trotzdem gut. 9 Schaden ist trotzdem ziemlich gut. Viel besser als 7, 8, was ich vorhin hatte. Also 8 wahrscheinlich. Wow. Ich bin schockiert. Was ist jetzt gerade anders? Habe ich mehr Glück oder wie ist das? Aber okay, ich bin auch fast tot, ne? Ich glaube, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt für einen Waka Kick. Aber erstmal greife ich an. Boah, wir müssen mal 5-mal hintereinander die gleiche Kombi bekommen, ne? Das wäre lustig. So. Ja, ja, ich weiß. Ein Waka Kick. Let's go. Das ist so ziemlich das beste Item im Spiel, habe ich das Gefühl. 25 KP und BP. Yeah, Bingo! Was geht? Ja, toll, die 2 BP. Egal, Bingo! Barbara, nein! Sie geht gleich down! Kontrollverlust, oh nein! Sie zittert schon, wie viel hast du getrunken, Mann? 60 Leben! Unter 50, bei 45 ist jetzt! Oh mein Gott, es läuft so gut auf einmal! Geht der Tacker jetzt? Ah, war sicher auch gut. Und nochmal Bingo, wie oft denn noch? Ah, schade. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Ich habe eine Pause gemacht vom Spiel. Komm ein, zwei Tage später hier wieder rauf. Hab meine Wut rausgelassen, so gesehen. Und jetzt läuft es auf einmal gut. Vielleicht muss er wirklich mal einfach eine Pause machen. Es tut mir nur leid, dass dieser Final Boss Kampf jetzt 2 Folgen gebraucht hat. Sollte natürlich nicht passieren. Aber hey, solange wir ihn jetzt drauf haben. Und Credits wird wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge sein. Nein. Aber eventuell packe ich es in die nächste Folge erst rein. So, aber jetzt weniger geschwafelt. Mehr geschwitzt. Sie ist wieder bei über 50 Leben leider. Hat sich heilen können. Auch so böse in diesem Kampf. Bam. Bab. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Oh doch. Oh, Mario, Mario. Ich habe mir extra einen Lebensblitz gekauft. Und der wurde jetzt auch gerade benutzt. Einen habe ich zum Glück noch. Also ich werde diesen Kampf jetzt hundertprozentig gewinnen. Aber trotzdem. Ich bin sehr froh, dass es hier in diesem... Oh, ein Geschenk, danke. Dass es hier in diesem Remake... Oder bist du hier? Die Röhre gibt, dass man direkt wieder zurückkam. Weil ich glaube, sonst hätte ich es nicht geschafft. Muss ja aufstocken. Die Ohren haben zwar auch gut geholfen, aber... vor allem auch die Items. Und Taktik. Und auch Taktik. Ich bin ja alles eigentlich relativ richtig angegangen. Aber... naja, was soll man sagen? Trotzdem Pech gehabt. So, und jetzt... Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht mal Sternenergie gebraucht. Nicht mal super Power stark machen. Es läuft einfach viel besser, weil ich einfach viel stärker geworden bin. Plus ein Schaden macht und plus und vor allem plus ein Verteidigung macht so viel aus. Sieht man ja hier, das ist hier Paradebeispiel gerade. Wie viel das ausmacht. Ich brauche kaum irgendwelche Sternattacken. Um zu kompensieren oder sonst was. Es läuft ja, wie man sehen kann. Okay, gut, ich muss gerade einen Lebensblitz verwenden, klar. Oh, ich bin kontert, cool. Ich habe nur gespammt. Ich das gerne mache. Oh, wow. Ja, danke. Wow, wow. Hört mich schon an wie ein Hund. Komm. Jetzt besiegen wir sie. 15 Leben. Leute, wisst ihr was?
Mach jetzt nochmal richtig episch. Bam, 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 bam. Maximale BP. Nochmal Bingo erreicht. Aber schaut mal, sie hat ja noch 15 Leben. Und welcher Attacke macht genau 15 Schaden? Der Sternhagel! Oh, auf den Moment habe ich lange gewartet. Das hast du so verdient. Take this. Weh, am Ende kommen die mir an mit Phase 3. Dann dreh ich durch. Zerschnitten. Krepier. Yeah, 200 Münzen. Die will ich aber auch haben. Die habe ich auch verdient. Oh, made it. Aber auch ganz knapp. Das ist... Ich... besiegt. Dieses Gesinde hat mich besiegt. Ich hatte gedacht, ich bekomme eine zweite Chance. Oh! Majestät! Ja? Blöp. Zurück in den Sarg mit dir. Oder vielleicht komplett verschwunden. Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, wir haben gesiegt. Im dritten Versuch. Roberta, los, zurück! Rückzug, das ist ja schrecklich! Ja! Aber hey, wartet auf mich! Ja, tschüss. Aber Prinzessin Peach... Das ist ein Peach, das ist völlig in Ordnung. Keine einzige Verletzung. Oh, dann? Mario. Jo, alles gut. Oh, es ist vorbei, Mario, oder? Mhm. Ach, verzeih mir, Mario, dass es so weit kommen musste. Ach was, easy. Keine Sorge, Prinzessin. Es ist alles in Ordnung. Jedenfalls, vielen Dank. Ach, hier bist du also, Mario. Ja, kommst ein bisschen spät, Mann. Also wirklich, dass diese Fieslinge sogar mich, alten Mann, belästigen. Da habe ich mir Sorgen gemacht und bin euch gefolgt. Es sieht so aus, als hättet ihr sie alle erledigt. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Oh, yeah. Ich? Mir geht's gut. Viel wichtiger ist doch, schau mal, was ich habe. Ein Schatz! Das habe ich unterwegs gefunden. Wie könnt ihr das so übersehen haben? Pff. Ich wette, das ist der Schatz aus der Legende. Der legendäre Schatz sozusagen. Meine Theorie hat sich damit also als wahr bewiesen. Es gibt also einen Schatz. Professor Gumba, das ist einfach... Ja, ja, ich weiß. Ist schon in Ordnung. Also, Ende gut, alles gut. Ne? Dann können wir ja langsam von diesem finsteren Ort hier verschwinden. Gute Idee. Gehen wir zurück, Mario. Zu den anderen. Oh, yeah. Ein Happy End. Aber warte mal, was ist denn jetzt in der Schatztruhe drin? Werden wir es noch erfahren? Seid gespannt. Doch, hey. So, so. Aber hey, wir konnten mit all unseren Freunden gewinnen. Also, nicht alle waren im Kampf beteiligt, leider. Bisschen schade, aber trotzdem könnten wir gewinnen. So, so, du wirst uns also schon wieder verlassen, hä? Schade, wirklich. Mit dir zusammen könnte ich meine Forschungen rascher vorantreiben. Wir würden nie zulassen, dass Sie Marien nur für Ihre Forschungen beanspruchen. Aber ich werde Ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor. Also gut, danke, Gumbrina. Mario, vergiss uns nicht, auch wenn du weit weg bist, ja? Und ich wünsche dir alles Gute, auch für deine künftigen Abenteuer. Und komm uns mal besuchen, ja? Niemals aufgeben, das ist das Wichtigste, das ich auf dieser Reise gelernt habe. Vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich. Ja, vor allem jetzt hier beim Final Bosskampf. Ich habe aufgegeben, hab's nochmal versucht und es hat geklappt. Wir haben die Welt gerettet. Mario, ich denke, durch dich bin ich ein wenig stärker geworden oder so. Wie soll ich sagen?
Ich fühle mich etwas wohler in meiner Haut, Mann. Und ich bin meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber... Oh, Mario, ich habe mich entschlossen, zum Theater zurückzukehren. Auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. Du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist, ja? Du bist natürlich auch herzlich willkommen, kleine Prinzessin. Mama! Ich weiß, eigentlich heißt du Mario. Aber für mich bist und bleibst du nur einmal Bamba. Da ich in der Arena geboren wurde, bist du für immer mein Champion, Bamba Luigi. Wir sehen uns wieder, Bamba. Ganz bestimmt. Oh, kleines Baby. Also Mario, ich, du... Nein, nein. Schon gut. Peach und du, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Ich werde diese Reise mit dir mein Leben lang in Erinnerung behalten. Deshalb, bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. Ich werde dich niemals vergessen, Barbara. Mario, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ohne dich wüsste ich noch immer nicht, was meine Scarlett da oben denkt. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen. Aber jetzt, das Meer hat mich wieder. Ich hätte, auch Scarlett hätte das so gewollt. Wir sehen uns wieder, Mario. Und zwar das nächste Mal auf offener See. Es ist vor einer Zeit, Abschied zu nehmen, Mister. Aber ich sage, ich lebe wohl. Denn diese Stadt, sie ist doch irgendwie auch deine Stadt. Wenn du magst, komm jetzt vorbei. Pass gut auf dich auf und bis bald. Freunde, es ist so schön, euch auch mal alle zu sehen. Wenn doch jetzt noch meine Freunde aus dem ersten Teil hier wären, wäre auch schöner. Der Chef muss jeden Moment kommen. Mario! Die Bubus! Was waren sie denn da mit zwei Pilzen? Ja? Was geht jetzt ab? Gut, dass wir nicht noch erreicht haben. Nimm das hier. Wir haben dir das Reis, das als Reiseproviant mitgebracht. Du magst da frisch gepflückte Pilze, oder? Also, ja. Scheinbar schon. Und Peach kriegt auch einen, wie nett. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch allen. Ohne euch wäre unsere Welt im Finsternis versunken. Aber euer aller friedliebendes Herzen. All eure friedliebenden Herzen haben die Welt gerettet. Lasst mich euch meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Papalapap, wir haben zu danken. Wenn er nicht gekommen wird, würden jetzt Crucius und die Königin der Finsternis regieren, ganz sicher. Hm? Prinzessin, das Schiff kommt. Oh, stimmt. Na dann. Das gleiche Schiff, mit dem wir hergekommen sind. Entschuldige, Meister. Ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Also, kommt an Bord. Ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Wir werden wiederkommen. Versprochen! Die Leinen los. Wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. Wir werden zurückkommen nach Rohlingen. Ganz sicher. Oh, wie traurig die gucken, vor allem so Kupio. Oh Mann. Was für reizende Menschen. Natürlich ist diese Entführung in Rohlingen eine schreckliche Erinnerung. Aber in Wirklichkeit steckt diese Stadt wahrlich und wahrscheinlich voller Lebensfreude. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Aber, also, Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. Vielen Dank, Mario. Vielleicht sollte ich von nun an doch lieber öfters auf Torzer fahren? Weiß er nicht. Oh, wie schön. Sieh mal, Mario, die Sonne über Rohlingen. Ist das nicht herrlich? Wow! Da kommen ja ein gleich die Tränen. Aber vielleicht. Und damit sind wir zu Hause. Hey Mario, hast dich ein bisschen verändert aus der Licht, aber sieht gut aus, steht dir. Danke. Schaut mal im Hintergrund. Jetzt haben wir zwei Bilder von unserem ersten Teil unserer Freunde und jetzt von diesem Teil unserer Freunde. Wie schön. So, was für ein Abenteuer. Mhm.
Gut, auf jeden Fall, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Und nebenbei noch die ganze Welt zu retten, Mario. Du bist einfach der Größte. Ist ja schon eine Weile vorbei. Aber ich wette, du denkst immer noch so oft daran. Oh yes. Wie geht's wohl all den Freunden gehen, die dich begleitet haben? Hä? Wer ruft mich denn da an? Oh, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen. Hallo Mario. Ich bin's, Gumbrina. Wie geht's dir immer so? Wie geht's denn immer so? Ich bin noch immer bei Professor Gumbat. Die Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, aber um die Rolling-Legende gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen. Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschungen noch eine Weile fortsetzen. Das klingt auch gut. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen. Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hat? Es war... Naja, es hat ein Geheimnis. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. Verdammt! Ich wollte es wissen. Die Musik ist cool. Ich habe noch einmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. Und natürlich habe ich auch alle unsere Freunde getroffen. Oh. Ja, wirklich? Ja, Kupio bei seiner Freundin? Kupio führt mit seinem Vater, Kupin und den anderen ein unbeschwertes Leben. Und Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kupio träumt? Er möchte Bürgermeister werden und Blütenweiler noch friedlicher machen. Ich habe schon gestaunt, als er das erzählt hat. Aber das passt zu ihm. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Nur gegen Kupin kommt er noch immer nicht an. Ach, das wird doch. Ich kenne doch meinen Kupio. Erona hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. Deshalb ist auch dieser Fake Mario. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. Und stell dir nur vor, dieser Rumpel steht mit ihr auf der Bühne. Seine Verwandlungskünste sind wohl sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? Ja, wer spielt denn den Rumpel, wenn Rumpel Mario spielt? Lil Baushi ist Kämpfer in der Falkenheimer Arena geworden. Er behauptete, er würde bald gegen den Champion antreten. Und stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomber Luigi Jr. Ich konnte mich fast nicht halten vor Lachen. Ist schon süß, der Kleine. Stell dir vor, was er neulich gesagt hat. Bomber würde ich jetzt mit Leichtigkeit schlagen. Wirklich, er nimmt den Mund immer noch ziemlich voll. Das will ich auf jeden Fall sehen, Mann. Barbara ist zu ihren Schwestern zurückgekehrt. Sie will ihnen noch eine Chance geben. Die Königin der Finsternis ist geschlagen. Da ist Brunhilda wohl auch seriös geworden. Warte. Moment. Barbara ist bei den Schwestern, die sie gemobbt hat? Sie will noch eine Chance geben? Das stelle ich mir nicht so als eine gute Idee vor. Außerdem hat mir Brunhilda versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. Und das glaubst du ihr? Okay, wenn es so ist, dann schon. Aber glaube ich irgendwie nicht. Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. Und wie, wenn nicht? Und Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. Sie vermisst dich. Oh. Die sind ein gutes Trupp. Gefällt mir. Da sieht man nur kurz. Bartom fährt jeden Tag mit Cortez Schiff aufs Meer. Seine Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Isla Corsario sogar getroffen. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. Bestimmt wäre auch Scarlett froh, ihn so glücklich zu sehen. Und ehe ich es vergesse, den Bewohnern der Isla Corsario geht es hervorragend. Sieht zwar nicht so aus, aber wenn es so ist, dann ist ja gut. Lagerine betreibt noch immer ihren Ordensschatz bei Rohlingen. Hä? Was ist mit Lagerine passiert? Warum ihre rosa-rote Brille? Auf einmal hat sie einfach nur so ein schwarzes Band um. Okay. So ein bisschen so ein Casual-Look jetzt. Eigentlich kommt sie uns besuchen. Aber nach wie vor ist der Laden oft geschlossen, weil sie irgendwo nach Orden sucht. Gerade neulich hat sie wohl wieder einen ganz seltenen gefunden. Typisch Nagarine. Immer unterwegs auf der Suche nach Beute.
Ah, das ist nur ihr Alltagsoutfit. Das ist ihr Ich-bin-auf-Abenteuer-Outfit. Ah. So Sailor V-mäßig. Nice. Was geht denn da ab? Der lebt ja noch. Ach ja, es geht das Gerücht rum, Crucius und Crucillus wären noch am Leben. Wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zäh und brocken. Aber ich hoffe, auch sie haben ihre Lektion gelernt und stellen nichts Böses mehr an. Das sieht mir ganz anders aus, du. Ich glaube, das Abenteuer ist noch nicht vorbei, wenn ich ehrlich bin. Was machst du denn da? Du fühlst dich über Tech wieder. Wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen, er ist auch noch da. Er ist ganz wild darauf, dich zu treffen und natürlich die Prinzessin. Also Tech? Wie, er lebt wieder oder was? Wie das denn? Hä? Der wurde abgeschaltet. Also so komplett. Das verwirrt mich jetzt. Und was mich betrifft, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte, und zwar... nein, das bleibt mein Geheimnis. Ich weiß doch, dass du mich liebst. Das wissen wir alle. Hättest du auch sagen können jetzt. Aber okay, dann sag's mir nicht. Ich kann damit leben. Bin schon groß. Richte Prinzessin Peach meine Grüße aus. Bis bald, deine Kumprine. Es scheint ihnen also allen ganz gut zu gehen. Und wie ist es mit deinen Freunden? Hä? Ah, bekommen wir Besuch? Seid gegrüßt! Ach, Todswurf. Und Pete. Hallo Mario, hallo Luigi. Mario, entschuldige, dass wir so plötzlich hier reinplatzen. Neulich haben wir die Lagerräume im Schloss aufgeräumt. Du wirst kaum glauben, was wir da gefunden haben. Stell dir vor, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Dun, dun, dun. Diesmal ist es ganz schön ein richtiger Schatz. Dun, dun, dun. Also Mario, gehen wir auf Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. Oh nein. Mama mia. Ah, schönes Bild, oder? Und so endet die Geschichte eines gewissen Paper Marios. Ja, das war das große Stück. Es war alles nur ein Bühnenstück, Freunde. Willkommen zu Mario Bros. 3. Oh, Paracarry. Ihn sehen wir auch mal wieder. Und Luigi im Publikum. Toll. Ja, ich schätze, dann wird jetzt mal wohl Zeit, mein Fazit abzugeben. Ich bin hier reingegangen in dieses Spiel als ein riesiger Fan. Oder nein, okay. Als ein großer Fan von Paper Mario Sticker Star auf dem 3DS. Das Spiel war tot gehatet. Ich hatte mal Spaß damit, dachte mir, warum hassen sie meisten? Leute haben gesagt, ja, Paper Mario Thousand Year Door war so geil. Wir sind die Videos zu dem Konzept zurückgegangen. Sticker Star hat alles kaputt gemacht. Und da dann dieses Remake hier angekündigt wurde, habe ich halt den ersten Teil gespielt. Der erste Teil war ganz nett. Schon so, ich würde sagen, so 7 von 10 mäßig. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Es war jetzt nicht hammermäßig. Es war ein gutes Spiel. Ich hatte mal Spaß. Und dann kam dieses Spiel hier. Wie gesagt, ich bin hier reingegangen mit der Erfahrung von den beiden Games. Am Anfang war ich sehr enttäuscht, dass das Spiel einfach nur die gleichen Ideen und Grundsätze von Paper Mario 1 nimmt und sie anders formuliert und sie anders umsetzt. Aber es sind die gleichen Ideen. Das habe ich ja auch öfter schon erwähnt gehabt. Das hat mich sehr enttäuscht. Auch am Ende gab es immer noch so ein paar Momente, wo das so war. Aber das sind nur so 10-15% des Spiels, die so gecopy-pasted sind vom ersten Teil. Der Rest ist ja komplett originell und neu. Ich fand generell die Kapitel größtenteils ziemlich nice. Ich fand hier mit Peach die Szenen fand ich interessant, zu was das geführt hat. Mit Bowser war ein bisschen hin und her. Ich meine, es war lustig. Aber es war trotzdem so ein kleines Hin und Her. Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, dann müsste ich jetzt mal schauen. So. Ich habe mir das bestimmt irgendwo aufgeschrieben, was ich von den ganzen Orten hier halte.
Musik ist aber auch ziemlich geil hier, ne? Ja, die Musik des Spiels ist jetzt geremakte Musik. Ich kenne das Original nicht, den originalen Soundtrack. Ich finde die Musik auf jeden Fall gut. Ich mochte es sehr, dass jedes Gebiet einen anderen Kampfsound hatte. Oder generell, der Soundtrack hat sich immer nach Gebiet komplett verändert im Kampf. Das fand ich cool. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Das war mal, ich würde sagen, war schon eigentlich mal was anderes, ne? Okay, ich sag jetzt mal was zu jedem Chapter. Ich habe irgendwie was vorgetragen. Ich will jetzt was vortragen, Freunde. Chapter 1. Habe ich ja schon erzählt. War alles fast das gleiche wie im ersten Paper Mario. Deshalb war ich etwas enttäuscht. Aber zumindest konnte ich in Chapter 1 die Grafik sehr genießen, weil die Grafik in dem Spiel ist wirklich bombastisch, ist wirklich richtig gut, da kannst du, also es gibt gar nichts auszusetzen zu der Grafik, ich wüsste nichts, es sieht sehr gut aus, es sieht auch wie Papier aus, ich hab nichts zu bemerken eigentlich, Musik fand ich auch ganz gut, ja, ansonsten, Chapter 1 war ziemlich basic, der Drachenkampf war interessant, aber ein bisschen zu einfach, ja, am Anfang war es auch ziemlich einfach zu spielen. Kapitel 2, die erste Hälfte mit der ganzen Gegend, fand ich ganz nice. Die zweite Hälfte war ein bisschen nervig mit dem Baum. Ich mochte den Baum nicht so sehr. Die Bubus fand ich auch ein bisschen... meh. Ich mochte es aber mit den Sisters, mit diesen ganzen... Mit Barbara und Brunhilde und die andere. Das Trio mochte ich. Fand dieses... diese Verbindung, die sie einfach hatten, sind sehr interessant. Ja. Ansonsten... war okay, das Chapter. Chapter 3. Das Gimmick mit den 20 Kämpfen. Ne? Diese Arena. War ganz nett. Fand ich ganz nett. War mal was anderes. Aber ich mochte die Mission nicht. Manche Missionen waren gut, waren so herausfordernd. Manche waren viel zu schwer oder viel zu leicht. Das war einfach unbalanced, die Mission, die man da immer hatte. Bei jedem Kampf. Der Plot-Twist. Habe ich ja erzählt, dass ich die legit andersrum erwartet habe. Aber ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Der Endboss war einfach nur der gleiche aus Paper Mario 1, nur recolored. Aber war trotzdem ein gutes Chapter. Chapter 4 war ja das kürzeste. Chapter 3 war das längste, Chapter 4 war das kürzeste. Aber es war ein gutes Chapter. Es gab da nichts zu bemängeln. Außer das Hin- und Herrennen. Im Original war das wahrscheinlich schrecklich. Aber ich fand es eigentlich... jetzt hier im Remake gut. Chapter 5 mit Bartomb und der Insel und alles. Bartomb ist schon ganz lustig und der tut mir auch ein bisschen leid. Genau wie Barbara. Barbara tut mir auch sehr leid. Ende. Ja, ich erzähle noch weiter. Ich finde es auch sehr interessant, dass die meisten Partner sehr ähnlich sind zu den Partnern aus dem ersten Teil. Manche sind straight up Upgrades und Bunch sind einfach die gleichen. Ich finde es übrigens lustig, dass ich hier Luigi von vorne sehe. Generell alles gut gekommen, aber ja. Ah, was gibt es noch zu sagen? Ich will nicht zu lange hier festhaken an den ganzen Chaptern, aber ich will ja mein Fazit hier abgeben. Genau. Chapter selbst hat mir sehr gefallen. Die Höhle war gar nicht mal so schlecht. Und Corsario. Ganz wichtig, Corsario. Corsario ist der Beste. Grüße an Corsario. Chapter 6. Mit dem Zug. War eine coole Idee, aber die Umsetzung fand ich irgendwie ziemlich meh. Weil das Ganze hin und zurück und hin und zurück und alle nochmal ansprechen. Ich habe mir das cooler vorgestellt. Die Idee war cool, aber die Umsetzung hat mir einfach nicht so gefallen. Und Butlimerisch fand ich ganz okay. Ja, war ganz okay, das Chapter. Chapter 7 mit dem Mond, ne, hat mir gefallen. Das Hauptquartier hat mir richtig gut gefallen. Der Mond war, ich habe mir nicht mal alles angeschaut, so fand ich den. Die Partyräume hier, der Hauptquartier zum Beispiel, fand ich sehr gut. Sonst war das Chapter auch relativ kurz, aber ist auch nicht schlimm. Lieber habe ich es ganz kurz und richtig gut, als zu lange und nur... manchen Stellen gut. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Gesamtpaket war gut. Und da auch wieder mit General Bob
fand ich irgendwie sinnlos. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich meine, ja, okay, cool, wir gehen nochmal an alle Orte zurück, aber wir gehen ständig an alle Orte zurück. In allen Missionen, die wir kriegen, gehen wir ständig an alle Orte zurück. Ich weiß, ob das sein musste. So, und Chapter 8 jetzt, was wir gerade hatten, fand ich, ehrlich gesagt, no joke, ich fand's gut. Ich fand den Ionenpalast, alles mit dem Ionentor, was zu tun hatte, ich fand das gut. Es war vielleicht ein bisschen zu linear, aber doch, ich fand's alles in allem ziemlich gut. Auch den Turm fand ich gut. Ja, der Final Bosskampf ist natürlich Bullshit, ne? Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt so viel anders gemacht habe, dass ich jetzt auf einmal so einen viel, viel besseren Run hatte, als die anderen beiden Male. Aber okay. Gut, dann ist es halt so. Alles in allem, Spiel ist sehr gut. Ich kann verstehen, warum Leute sagen, das ist deren Favorite Game ever. Ich würde es aber nicht unterstreichen. Wuhu, Konfetti! Yeah! Ja, YouTube will hate this, aber egal! YouTube Compression, egal! Ja, ich kann das auf jeden Fall, ich will noch was sagen zu Sticker Star und Paper Mario Legende vom Ionentor. Ich kann das natürlich verstehen, dass Leute sagen, oh, Nintendo hat alles kaputt gemacht, so, Paper Mario ist ruiniert. Ich kann das verstehen. Man kann die neueren Paper Marios oder generell ab 3D, das kannst du alles nicht vergleichen mit dem hier. Das sind ganz andere, das ist wie ein anderes Genre. Das ist wie, das eine ist Paper Mario und das andere ist so Sticker Mario. Wisst ihr, was ich meine? Das ist was anderes. Es ist einfach nicht das gleiche. Es ist nicht schlecht, aber es ist anders. Das hier spielt sich viel mehr wie ein traditionelles RPG. Und das war ein cooles RPG. Lange nicht mein Lieblingsspiel. Aber einer der besseren RPGs, die ich gespielt habe. Das kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Könnt ihr es auch so stehen lassen? Lasst mich unbedingt eure Meinung in den Kommentaren hören. Und keine Ahnung, wie ich das zusammenstelle. Das wird eine XXL-Folge, vielleicht eine doppelte Pax-XXL-Folge, egal. Aber ja, ich würde sehr interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn das Spiel ist noch nicht vorbei.